Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Nach der Pressekonferenz gibt es noch die Auslosung zum DFB-Pokal-Halbfinale. Das wird ja am 22. Januar ausgetragen. Und wir bekommen noch ein Statement von Karl Eichert, dem zweiten Vorsitzenden des Tabuls Rosenheim, oder von Willi Grawe zur aktuellen Stadionthematik in Rosenheim. Sicherlich werden wir das Thema Kaufbeuren auch noch ansprechen. Ich begrüße beide Trainer. Ken Latter vom ESV Kaufbeuren, Franz Stehr von den Tabuls Rosenheim, und gebe gleich dem Gästetrainer das Mikrofon. Ken, 3:1 hier in Rosenheim gewonnen. Ja, gewonnen wäre schön für euch. Ja, gell? Servus! Ich wollte dir noch eine kleine Freude machen, aber bleiben wir beim Spiel. Ich glaube, so freudig war das Spiel nicht, oder? Ja, erstens guten Abend alle miteinander. Freudig, klar, weil da bin ich nicht ganz glücklich, weil wir haben verloren. Und jeder, der mich kennt, und nach einer Niederlage, bin ich nicht ganz begeistert. Ich bin ein schlechter Verlierer, ich verliere ungern, und es ist so. Aber gut, erstens von unserer Mannschaft raus. Wir haben 32, laut unserer Statistik, 32 Mal am Tor geschossen und mit nur einmal auf ein Tor getroffen. Das ist ganz einfach zu wenig. Und Francis Torwart hat sehr gut gespielt heute, also Gottes Willen. Er hat so ein paar in den ersten Drittel rausgehalten und ja, hätte mir vielleicht den Tor geschossen, dann war mein Onkel nicht mehr mein Onkel, es wäre mein Tante. Und, es ist so, und es braucht dafür ist ein Torwart da. Zweiten Drittel, gut, Franz, Mannschaft mit der Strafseite nicht. Gott, das will ich mal schnell. Das muss ich euch schauen, kurz, damit ich einen Schmarrn zeige. Ja, gut, das ist short-handed, also den Unterzahltreffer, das war in der ersten Drittel gar nichts. Und gut, in der Überzahl, der zweite Drittel, Franz' Mannschaft hat das Tor geschossen. Und das letzte, also gut, da waren zwei Fehler. Der erste Tor war ein grober Fehler von unserem Verteidiger. Das letzte, das dritte Tor war auch ein grober Fehler von meinem Verteidiger, ist in die Offensive gesprungen. Eigentlich hat er ein bisschen warten können, ein bisschen mehr Geduld zeigen. Ich denke, wir haben ein bisschen mehr Druck gemacht zum Schluss, aber er war ungeduldig, er ist nach vorne gegangen. Franzis Mannschaft 3 gegen 1, passt rüber, Tor 3:1. So geht es in Eishockey, es geht schnell. Schnell, das Spiel war ziemlich schnell. Ich denke, es Entertainment war da für die Zuschauer. Und ja, ich muss mal weiterschauen. Und nochmal Glückwunsch an Franzis Mannschaft. Danke. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr ein bisschen in offenen Wunden bohrt. Was hast du denn in der vierten Spielminute gedacht bei dem Tor für die Star Wars bei eurer Überzahl? Oh, ist das in Englisch? Es fängt mit F an. Danke fürs Gespräch. Dann wollen wir damit weiter bohren. Ich gebe das Mikrofon weiter an den Franz Stern. Franz, ich denke mal, du bist heute sicherlich auch guter Laune. 3:1 gewonnen. Zufrieden mit dem Spiel? Ja, zum Spiel teilweise. Der Pasi hat uns am Anfang in ein paar Situationen wirklich sehr gut im Spiel gehalten, hat er wirklich super Saves gehabt. 5 gegen 3 war grottenschlecht. Wir haben zwar zwei Schusschancen gehabt, aber Verteidiger geschossen, wo er nicht schießen soll. Anders gespielt, wie wir trainiert haben. Das Überzahltor von Beppo, also das sage ich jetzt einmal, das nehme ich jetzt auf meine Kappe, weil das haben wir so genau so trainiert. Das war mal schön für einen Trainer, dass die Spieler das genau umsetzen, was man versucht im Training zu trainieren. War aber trotzdem noch ein Fehler dabei, aber das zeige ich auch im Video. Wir sind natürlich froh, das Spiel, das war immer auf Messerschneide. Wenn du das Tor kriegst, kriegt der Gegner wieder einen Aufwind. Gut, die erlösende Torwart haben für mich dann das dritte. Wir haben auch bei dem 2:1 vorher schon drei super Chancen gehabt, die der Feiß hervorragend gehalten hat. Dann noch den Alleingang und dann kriegst du noch 2:1. Gut, wir sind froh, dass wir das gehabt haben. Wir haben wieder mit 4 Reihen gespielt und sind wir eigentlich nicht so richtig in den Rhythmus gekommen. Der Kaufbeuren hat Mitteldrittel sehr gut durchgespielt. Wir waren dann beim Vorchecken zu weit weg. Wir haben den Druck nicht hergebracht. Wir haben das dann versucht im zweiten Drittel zu ändern, da ist dann ein bisschen besser gegangen. Aber es entscheiden immer letztendlich die Tore und die Punkte, und die haben wir, und darum sind wir ganz happy drüber. Und der Squires hat eine riesen Ente gegessen. Ich habe gesagt, an der Weihnachtsfeier bei uns, und genauso ist er wie eine Flugente, ist er durch. Da lacht das Herz des Trainers. Gell? Erstmal heute wieder mit 4 Reihen. Bist du auf der Bank mit dem Zählen noch klargekommen?
Du meinst mit 10? Mit 10 insgesamt, dass du mal so viele Spieler gemacht hast. Nein, wir haben das, wir haben versucht mit 4 einen durchzuspielen, gerade Überzahl, Unterzahl, das war immer ein bisschen, ja, das ist immer schwierig, da kommen die Spieler auch von der dritten, vierten Reihe auch nicht so ins Spiel. Darum habe ich eigentlich nicht gern so viele Strafzeiten. Da waren auch zwei richtig dumme dabei im gegnerischen Drittel. Und Graf Bayern hat das Überzahl teilweise auch wirklich ganz gut gespielt. Nur die Chance gehabt, aber wie gesagt, wir haben halt dann einen Pausi gehabt, der uns dann das Spiel dann festgehalten hat. Das Lazarett lichtet sich schon langsam. Vielleicht ein paar Worte heute, erste Eiszeit für Simon Menzel, Nico Senger auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder länger auf dem Eis. Ja, das ist immer schwer, da kannst du trainieren, was du willst. Das Spiel ist ganz was anderes. Die Spielkondition ist ein anderer Rhythmus. Das kannst du zwar im Training mit 1:3 wechseln, 30 Sekunden laufen lassen, das kannst du alles machen, aber Spiel ist immer was anderes. Das ist intensiver, aber die haben das für das ganz gut gemacht. Herzlichen Dank, Frank. Ich gebe das Mikrofon nochmal weiter. Okay, ich kann ihn natürlich jetzt hier nicht von der Bühne lassen, ohne zur aktuellen Stadionproblematik in Kaufbeuren zu fragen. Wie ist die Situation aktuell? Wie ist die Situation für die Mannschaft? Ja gut, eigentlich bin ich ganz sicher nicht von der sportlichen Teil, aber vielleicht kann ich es kurz und schmerzlos machen. Momentan ist der Stadion gesperrt, ist bald gesperrt. Ich glaube, morgen werden sie es nochmal überprüfen. Und was rauskommt, kommt raus. Das ist viel, das ist eine höhere Gewalt. Also ich habe keine Ahnung, wie es aussieht, aber ich werde ungern sitzen als Politiker oder als Bürgermeister, wenn ich eine Entscheidung mache, dass 450 Nachwuchsspieler Weimar auf der Straße stehen. Also es geht gar nicht. Für uns natürlich die erste Mannschaft, ich denke, dass wir sind flexibler. Wir könnten da und da trainieren, bis das Thema abgeklärt ist, aber 450 Kinder, wo bringst du denn hin? Also traurige Situation momentan. Am Samstag, die haben die Ausrüstung geholt aus der Kabine, die haben alles ausräumen müssen und ich habe Kinder gesehen mit so hoch mit Tränen in den Augen. Also das, ich werde gerne ungern Politiker jetzt gerade. Gibt es Ausweichmöglichkeiten, wo trainiert er momentan? Also gestern haben wir UC-Mannschaft von Bad Wörishofen. Also Möglichkeit für die erste Mannschaft ist da. Das wird dann in den nächsten paar Tagen entschieden, wo und ganz genau. Ich denke, Landsberg ist eine Möglichkeit und Buchle und Bad Wörishofen, aber das liegt momentan gerade in den Sternen. Das heißt, der aktuelle Konkret ist momentan gar nichts. Also, wie ist es? Optionen sind schon da. Ja. Herzlichen Dank, vorerst, Ken. Ich glaube, wir können euch nur die Daumen drücken. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachten. Dankeschön. Kommt gut nach Hause. Toi, toi, toi. So, dann darf ich die Trainerfrau, die darf gerne da bleiben, weil wir wollen nachher das Statement noch zur Auslosung hören. Lacht aber noch. Herzlichen Dank, Ken. So, jetzt darf ich den Oliver Seliger zu mir bitten, als Vertreter vom Deutschen Eishockeybund. Der Pokal steht jetzt da, das ist nicht der DEW-Pokal, sondern das ist nur ein Pokal für unsere Auslosung. Oliver, welche Mannschaften sind denn im Topf? Eine bayerische, das ist die Mannschaft hier aus Rosenheim, gegen drei Mannschaften aus dem Ländle, das sind die Bietigheimer, die Schwenninger und die Heilbronner. Das heißt, dieses Mal ist die zweite Bundesliga unter sich. Das heißt, wir haben nicht das Problem, dass irgendein Heimrecht getauscht werden muss. Also heute ist es so, dass die erstgezogene Mannschaft definitiv Heimrecht hat und die zweitgezogene dann die Mannschaft ist, die dort anzutreten hat. Wir haben auch schon eine Glücksfee, die sitzt hier neben mir. Das ist die Anna Sindlinger. Anna, bist du dir deiner Aufgabe bewusst? Ja, ich werde mein Bestes geben, dass wir ein Heimspiel bekommen. Bravo! Anna, du hast den Applaus schon für mich. Du weißt ja, die letzte Anna, die hier gezogen hat, die war bei uns in Sachen Heimspiel nicht so erfolgreich. So, darf man zur Tat schreiben, der Oliver Seliger passt auf und die Anna zieht. Einmal durchmischen vielleicht. So. Wir haben Kugeln heute, ganz vornehm. So, dann schauen wir mal, wer die erste Mannschaft ist, die ein Heimrecht hat. Jetzt, oh. SC Bietigheim Steelers. Also, Heimspiel für den Titelverteidiger, SC Bietigheim Steelers. Anna, wir mischen noch einmal. Und der Gegner der Bietigheim Steelers lautet...
ganz, ganz spannend. Oliver Seliger macht wieder die... Oh. Derby, Heilbronner Falken. Also, der Titelverteidiger Bietigheim Steelers gegen die Heilbronner Falken. Anna, jetzt dein Auftritt. Jetzt kommt die Paarung mit den Star Bulls. So, jetzt möchte man natürlich ein Heimspiel haben. So, der Gegner steht ja schon fest. Jetzt ist die Frage. Schwedinger Waldwings gegen die Star Bulls Rosenheim. Ich glaube, das Ganze hat nur noch eine Formsache. Schauen wir nochmal vorsichtshalber. Das ist Star Bulls Rosenheim. Gegen die Star Bulls Rosenheim, also am 22. Januar. Spielen die Bietigheim Steelers gegen die Heilbronner Falken, die Schwenninger Wildwings gegen die Star Bulls Rosenheim. Anna, herzlichen Dank trotzdem. Und wir drücken den Star Bulls die Daumen in Schwenningen, oder? Okay, ja, auf jeden Fall. Ausgemacht, herzlichen Dank. Da gibt es auch noch einen Schal und einen Pin von den Star Bulls als kleines Dankeschön. Zum Abschluss der Pressekonferenz habe ich ja versprochen, kriegen wir von der Vorstandschaft noch eine aktuelle Stellungnahme. Wir haben die dramatische Situation in Kaufbeuren erlebt, sicherlich nicht so dramatisch ist es in Rosenheim, aber fürchterlich ärgerlich, Willi Grau, oder? Ja gut, erstmal mir tut es sehr leid, dass die Kaufbeuren jetzt solche Probleme haben. Auf dem Eis sich messen ist eine Sache, wir machen aber alle unseren Job, Kaufbeuren auch, und die müssen auch kämpfen, dass sie gut über die Runde kommen, und das ist dann natürlich jetzt sehr kontraproduktiv. Die erste Mannschaft können sie auffangen, aber der Ken hat es ja gesagt, mit dem Nachwuchs wird es auch sehr, sehr schwierig. Und ich befürchte, ich habe kurz vorhin in der Geschäftsstelle war noch der Didi Hegen, also die Hoffnung, dass das diese Saison nochmal was bei denen wird, ist also so groß nicht. Die haben bisher, glaube ich, erst 2 Pfeiler untersucht, 10 haben sie da. Und nachdem also doch in der letzten Zeit einige größere Unglücke gewesen sind, wird man also ganz, ganz besonders vorsichtig sein und nicht leichtfertig dieses Stadion wieder freigeben, gehe ich mal von aus. Kommen wir aber zur Situation in Rosenheim, dass der Brandschutz ja einiges bemängelt hat, das haben wir ja schon vor der Saison gewusst. Es wurde auch einiges getan im Stadion, bei den Aufgängen mit den Wellenbrechern. Dass jetzt die Stadionkapazität auf 4.750 reduziert wurde, also fast 1.600, ist dann doch schon ein großer Hammer gewesen, oder? Ja gut, wir wissen das natürlich schon ein bisschen länger, dass das also auf uns zukam. Diese Maßnahmen, die im Sommer gemacht wurden, hatten also mit dem Brandschutz nichts zu tun. Das Brandschutzgutachten ist also später gekommen und hat auch, sagen wir mal, die Stadt also kalt erwischt. Es sind aber verschiedene Dinge, die also hier im Stadion im Argen liegen. Wie das jetzt aufgearbeitet wird in der nächsten Zeit, das muss man mal sehen. Es laufen die Gespräche, ich habe das mitbekommen in dieser Woche. Momentan ist, glaube ich, die Situation zu akzeptieren, aber letztendlich reden wir dann doch über einen Haufen Geld, was euch diese verringerte Kapazität kostet. Sicher, das ist klar. Ich meine, wir können jetzt mit 4.750 Zuschauern für bei unseren normalen Spielen leben. Oder Entgang von Einnahmen haben wir dann, wenn also Schlagerspiele anstehen gegen Landshut, also Derbys, oder zum Beispiel auch Playoff-Spiele. Wir reden davon, weiß ich, 5, 6 Spielen vielleicht in der Saison, wo dann plötzlich also über 1.000 Zuschauer weniger drin sind. Das ist natürlich für uns ein krasser Einnahmenausfall. Vielleicht können wir es kompensieren, wenn die Leute das registrieren, dass dann zu den anderen Spielen vielleicht mal ein paar mehr kommen und zu so einem Derby heute nicht nur 1.900 Zuschauer. Klare Frage, du hast gesagt, vielleicht kann man es kompensieren. Wie sehr ist der Etat jetzt bis zum Saisonende durcheinandergewirbelt worden? Ja, durcheinandergewirbelt ist er nicht. Ne? Ich meine, wir sind keine Hasardeure, wir planen vorsichtig. Das wird schon klappen, ne? Also da sehe ich nicht schwarz, ansonsten muss man sich irgendwas überlegen. Stichwort irgendetwas überlegen, es gibt ja momentan Gerüchte ohne Ende, Stichwort in der Schublade ist schon der Plan für ein komplett neues Stadion, vielleicht ein paar Worte dazu. Also wir nehmen uns in die Hand unterm Schukelnbach und singen, wer soll das bezahlen? Nein, ohne Flachs. Ne? Ich meine, dieses Brandschutzgutachten und die Reduzierung der Zuschauer auf 4.750 ist nicht das einzige Problem, was wir im Stadion haben.
Wir haben ein Stadion, was in die Jahre gekommen ist, was in vielerlei Hinsicht den heutigen Anforderungen nicht entspricht, ob das also nur eine Bauenergetik ist oder was. Hier sind also viele, viele Dinge zu machen. Es hat Begehungen gegeben mit der Stadt, man hat sich das angeschaut, man hat sich die Kabinen angeschaut, man hat Fluchtwege gesucht und da fehlt es also, sagen wir mal, an vielen Ecken. Und die Stadt steht also vor der Entscheidung, ob man saniert oder ob man den Fokus auf etwas Neues richtet. Wir sind jetzt gerade am Anfang der Überlegungen. Man hat damals, als der Schul- und Sportausschuss sich das hier angeschaut hat, hat man spontan gesagt, also die Sanierung ist also völlig undenkbar, das kostet also zu viel Geld. Auf der anderen Seite hat man vielleicht nicht richtig nachgedacht, was also ein Neubau kostet und wer das also bezahlen soll, wie man das aufbringt. Das sind also Aufgaben, die in den nächsten Monaten auf uns zukommen, die auf die Stadt zukommen, die auf uns als Verein zukommen. Und da muss man mal nachdenken und überlegen, wie man diese Sache schaffen kann. Fakt ist aber auf alle Fälle, dass man hier dieses Stadion wohl kaum mit einem vernünftigen Kostenaufwand in einen Zustand versetzen könnte, wie heute Stadien sind, die Land auf Land ab gebaut werden. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz wichtiges Statement gewesen von Seiten der Star Bulls Rosenheim. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, so jetzt im Laufe dieser Saison wird dann nicht mehr allzu viel passieren. Das weiß ich nicht. Ne? Also wir haben das nächste Gespräch in dieser Sache im Februar oder März mit der Stadt. Und da werden wir weiter darüber reden. Wo sich sicherlich nichts dran ändern wird, ist an der Tatsache, dass wir 4.750 Zuschauer haben. Ich habe es vorhin angedeutet, für die Kaufbeuger gilt das. Das gilt für uns genauso. Es hat also große Unglücke gegeben. Und diese Verantwortung will keiner übernehmen, dass da etwas passiert. Ich persönlich auch nicht. Ich bin der Veranstalter hier. Ich bin auf dem Bescheid der Stadt Rosenheim, stehe ich drauf und wenn etwas passiert, dann geht es an mich und das möchte ich auch nicht. Deswegen werde ich also auch nicht rumzocken wegen diesen 4.750, das steht im Bescheid drin und wir akzeptieren das. Herzlichen Dank, Willi Graue. Vielleicht noch ein paar Worte zur gerade erfolgten Auslosung des DEB-Pokals, nachdem der Franz Stehr ja die Flucht ergriffen hat. Ja, mei. Der hat schon gewusst, dass was los war. Ein paar Worte zum Gegner, zum Spiel in Schwenningen. Also, erstmal, dass du das so gezogen hast, das passt schon, das ist in Ordnung. Ich glaube, sagen wir mal so, Schwenningen ist ein Gegner, der uns auswärts genauso gut liegt. Wir haben also letztes Jahr Halbfinale dort gespielt im Playoff und haben, glaube ich, zweimal gewonnen. Das waren also super spannende, ganz, ganz knappe Spiele. Ich möchte auch gerne wieder nach Schwenningen hinfahren. Die Schwenninger sind sehr, sehr nett. Also die geben uns Punkte und drumherum das Umfeld stimmt auch. Also schauen wir mal, dass wir in Schwenningen vielleicht weiterkommen. Und es gibt ja dann die Möglichkeit, dass wir vielleicht das Finale zu Hause spielen. Wen wünschst du dir denn im Finale? Jetzt machen wir mal einen Schritt vor dem anderen. Ne? Also da wünschen wir jetzt auch keinen. Okay, herzlichen Dank, Willi Graue, für das Statement. Herzlichen Dank für den Schluss. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Ausharren, fürs Dableiben. Kommen Sie gut nach Hause, schönen Abend noch und auf Wiedersehen.